So, ihr taugt. Ja, selber kriegen. Ja, jeder kriegt so einen Stangl in die Hand und eine Würstel vorne drauf. Zdrowie szefowej wizji w jego imieniu. Das sollte es vermeiden, dass meine Fläche ist. Ja. Aber nicht, wenn es so ist. Ja. Du kannst verhungern. Ich glaube, das ist ohne Probleme. Pferde. Ich bin alles gut. Sie isst halt dann ein Pferd. Ja. Pferde essen sie sowieso. Da kann ich auch voranplanen. Pferde essen sowieso alles. Rinder, Schafe, viel Hühner, also alles, alles andere, eben nur kein Schwein. So in der Familie ist es auch. Schauen wir da, das war im Oktober. Oktober sind wir mitgekommen. Sind wir gleich zurechtgekommen zu dem Festhof oder wie ist denn der von mir? Lade mal raus, ich erinnere zuerst. Ich sehe dann schon draußen. Das ist dann, wenn ein Ding, wenn der geschlafen wird, der aufkriegt, der ist rausgehend. Und danke, super, perfekt. Ja, heute geht's mir gut. Gute Fahrt den ganzen Tag. Kannst du auch was tun. Und dann wieder aufhängt, ne, der Glasbuch. Ja, und dann kommst du ja essen dann, ne? Schneidest du da ein Stück raus, oder? Nicht ein Stück oben und dann kommt und zeigt das, ob du das eh genau ist, ne? Frisch, frisch geht's nicht, ja. Natürlich. Und die ersten zwei Tage hängt das einfach zu gut. Und am dritten Tag kommt der Netz drüber. Und damit wird dann die Kreiter so. Das ist ein besonderer Grund. Du musst das auch so anhängen wie das Rind, das sollte auch ein paar Tage hängen. Ja, du kannst es genauso essen, dann so ein Ding, wenn es aber nicht okay ist, also ganz frisch auch. Ja. Ich esse jeden Tag von der Gas, also von den Gasbogen. Und Luft geht also ein zartes Fleisch und ja. Ein paar Schienen drinnen, ne? Marokko ist klar. Ne? Aber so ein zartes Fleisch, ja. Und wenn's bei uns dann sagst du dann ja, den Gaspunkt, ne? Denkt der ja, bist du gepeppert, der muss beten, ne? Ja. Aber nicht einmal dieser. Ja, die, die kommen nicht zum Großfressen da unten, ne? Die haben kein Groß, ne? Das muss drauf. Die greifen auf die Baum und fressen blauen und die schon gut von außen. Also, ja. Was sagst du? Ja.
Twitter der Angel auch bestellen, wenn du brav arbeitest. Aber ich habe da immer gefunden, Mineralwasser mit Kohlensäure, ne? Ja, das Leitungswasser ist dann nicht so. Ist das unten im Schnitt Motor, ja, und im Auto, jetzt kommt da 70-80 Grad, ne? Und ich habe die Flaschen aufgemacht und so gepostet, aber so schnell wie es drinnen war, war ich wieder draußen. Und seitdem habe ich keine Wasser drinnen ohne Gas. Ich meine, ich kaufe schon in die Flaschen, ja, und da unten hätte ich nicht draufgekommen, dass ich nicht jeder sieht. Also aus der Leitung kann man sowieso nicht. Aus der Leitung, beziehungsweise Eiswürf. Ein frisch geschöpftes aus der Quelle, ne? Du musst bei den Eiswürfen schon aufpassen. Ne? Dass die auch mit Pins gemacht sind, mit Mineralwasser aus der Quelle. Mehr sind auch roh. Ich muss den Präsidenten an den Tisch stecken. Liebe Ehefrau, hast du geschnitten, oder? Es ist noch nicht durch. Mehr. Kein Problem. Wo ist die hin? Ja, gut. Hoppla. Tschüss. Hoppla. Und du hast dann Spaß. Du kannst kochen. Viel Vergnügen. Mit ihm kann man nicht überreden. Es ist wurscht, was du sagst. Ich verstehe nicht. Jeder auf ihn, wie sonst irgendwie. Ich habe jetzt fünf Leute gefragt, bis ich einen erwischt habe, der eigentlich kam. Also, so ein Selbstläufer ist das nicht. Das ist richtig, ja. Ich habe schon durchfragen müssen, ein bisschen. Spezialistin. Ja, ist halt was Besonderes für sie. Das Essen sitzt, das ist ideal.
kann man. Viel besser wie die Holzsaison. Ja. Ja. Aber die bringen mich in der Früh dazu, dass ich schneller esse. Also ich habe es nicht lange ausgehalten, gestern eine halbe Stunde, dann hat man da hinten so wieder. Da sind aber zwei Spieße drauf. Wenn es feiert, dann brennt, wenn man das so hinstellt alles. Und da kann ich mich schon zurücklehnen mit dem Bier. Das kriegt sie hin. Da gibt es Gott sei Dank diese Gegend. Dass man es aufhört und dann zündet man an. Und dann ja, da gibt es so die Mix wie diese weißen Würfel. Nicht? Die gibt es auch. Die verwenden, ja. Thank you.
Muss man nur die Kölnerin abfangen, dass die dann noch ein paar Mal so Limonaden vorbeischiebt. Das war lustig. Aber der ist ja nicht, also der hat das Englisch ganz genau verstanden, um was es geht. Und sagt, alles, nur kein Schwein. Aber Händel und Gemüse und Käse gebracht. Und so. Dann kriegt sie das. Da hat es noch ihren Kartoffel. Und mir fällt gerade ein, die Indianer beim Lagerfeuer machen sowieso gehabt, die sind auch alle gut gemüht. Noch nicht, aber das kannst du noch nicht angewöhnen. Lecht, das ist in Österreich, nicht? Ja, aber da geht es ums Lechbier wahrscheinlich, ne? Ja, das kann auch sein, das ist Lechbier. Das Lech mal aus dem Bier ist das wahrscheinlich. Ja, das ist sicher nicht aus dem Nadelbär. Aber unten haben wir, warte mal, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt, im Ausland gefallen sind? Ja, Silvretta. Silvretta. Da unten auf einem Ding steht auf der Wiege. Ich habe aber nicht Naja, das ist wahrscheinlich kein markenrechtlich geschützter Begriff, nicht? Weil es ein geografischer Begriff ist und jeder kann sich das merken. Ja, na, jeder kann sich das für sein Paar nehmen. Nicht? Warum nicht? Ne? Ich kenne dich sehr gut, Albert. Dort habe ich geschlafen, 2 Tage. Aber das ist sicher vom Lechbier. Das ist sicher vom Bier. Habe ich nach Schweiz gefahren. Meine Familie war geschafft. 68er Jahre. Die Russen haben gekommen. Und meine Cousine hat die alle Dokumente zu Hause gelassen. Ja. Sie hat telefoniert und ich zahle alles. Die Steuer habe ich von nach Basel und gehe zurück, 1. Mai. Und guten Appetit! Sehr viel Schnee.